Wir wollen uns in diesem Video mit dem Thema Buhn stornieren befassen. Hierzu wollen wir natürlich auch in bekannter Art und Weise in der Praxis gleich vorgehen und ich begrüße Sie natürlich recht herzlich zu diesem Tutorial. In der Kasse können Sie ja die Bohnenkopien aufrufen. So, zum einen mal entweder Sie drücken B für Bohnenkopien, das heißt, wenn Sie hier in dem Textfeld stehen, einfach B drücken, dann öffnen sich die Bohnenkopien. Oder Sie können alternativ dazu die Bohnenkopien über die Toolbox hier Bohnenkopien aufrufen. Doch zuallererst mal sollten wir den Begriff oder die Begrifflichkeit Bohnen stornieren klären oder beziehungsweise mal bewerten. Generell ist es so, dass natürlich das Wort Storno altbekannt ist. Wir kennen es alte. Wir kennen es alle. Aber es gibt tatsächlich keinen Storno, sondern nur, also wenn Sie einen Bohn, Anführungsstrichen, stornieren, dann bedeutet es, Sie erstellen eine Gegenbuchung für einen getätigten Bohn. Das wollen wir einfach mal machen. Wir haben jetzt hier Tagesumsätze für den 2.1.2017 getätigt, hier für 118 Euro. Nun sage ich einfach mal, ich will den Bohn stornieren. Wohlgemerkt, wir haben heute den 7.1. Das war hier eine Barzahlung und dieser Bohn war auch eine Barzahlung. Okay, ich klicke jetzt auf Storno. Nun sagt Wabi hier, lieber Benutzer, was willst du? Willst du den Betrag wirklich, also willst du jetzt den Bohn stornieren und somit den Betrag an den Kunden auszahlen? Jetzt können Sie sagen, ja, den Betrag will ich auszahlen, oder Sie sagen, nein, die Stornierung will ich abbrechen. Wir tun jetzt einfach mal, ich sage, ich will den Betrag auszahlen. So, jetzt wird ein Bohn gedruckt. Und ich drücke jetzt nochmal hier die Bohnenkopien. Ich nehme das Häkchen für den Datumsfilter raus. Wir sehen nun, dass wir hier für den 2.1. den Originalbohnen natürlich noch da haben. Der darf auch nicht verschwinden. Aber wir sehen jetzt hier auch im Original, dass sich ein neuer Zusatztext hinzugefügt hat. Und zwar Stornobohnen bezieht sich auf die Bohnen Nummer 3. Hier haben wir den Bohn 3, das ist die Barauszahlung, die dann auf den Bohndrucker oder auf den DIN A4 Drucker dann ausgedruckt wird. Okay, das ist jetzt relativ simpel. Das heißt, einmal in Bare bezahlt, haben Sie nur noch die Möglichkeit, das Ding wieder auszuzahlen. Soweit so gut. Machen wir mal eine EC-Zahlung, um das Ganze jetzt etwas zu verdeutlichen. Ja, ich will den Artikel verkaufen und ich sage, ich bezahle den EC. Ja, ja, Zahlung passt schon. So. Wenn ich jetzt in die Bohnenkopien hineingehe, wir müssen jetzt hier wieder mit zwei verschiedenen Szenarien unterscheiden. Das heißt, wenn Sie eine EC-Zahlung haben und Sie wollen diese EC-Zahlung am gleichen Tag, also zum Zeitpunkt der Ausstellung, noch vor einem Tagesabschluss stornieren, ist das jederzeit möglich. Ich mache jetzt mal zwei EC-Zahlungen, damit wir Ihnen auch zwei verschiedene Varianten nun zeigen können. Bezahlen, EC, weiter, passt schon. Wir gehen nun ebenfalls wieder in die Bohnenkopien. An dieser Stelle vielleicht sei angemerkt, es geht natürlich nicht, wenn Sie außerhalb der Kasse sind und Sie klicken nun auf Bohnen stornieren, ja, dann wird Ihnen der Button Storno natürlich nicht enabled, also eingeschaltet. Warum? Weil nur die Kasse Bezahlungen oder Auszahlungen verwalten können. Praktisches Beispiel, wenn Sie Auto fahren wollen, müssen Sie im Auto sitzen. Und wenn Sie Geld ausgeben oder einnehmen wollen, dann müssen Sie natürlich in der Kasse sein. Also ganz klare, zwingende, logische Schlussfolgerung. Wir gehen wieder in die Kasse und ich gehe jetzt auf meine Bohnenkopien, indem ich B drücke. Wir haben hier nun unsere erste EC-Zahlung. Ich sage, ich will die EC-Zahlung stornieren. Nun fragt Wabi Profi 3, hey lieber Benutzer, was willst du tun? Wirst du den Betrag an den Benutzer auszahlen? Weil es könnte ja sein, dass aufgrund der von Ihnen getätigten EC-Zahlung das Geld bereits schon an Sie angewiesen wird. Das heißt, die Überweisung oder die Gutschrift in Höhe von 59 Euro in unserem Beispiel ist schon an Ihr Konto unterwegs. Wenn das so ist, dann macht es ja keinen Sinn, dass Sie diese Buchung stornieren, kommen wir gleich dazu, sondern dann können Sie sagen, okay, lieber Kunde, dann kriegst du halt das Geld wieder. Sie müssen hierbei bloß berücksichtigen, dass beim Bezahlen oder bei EC-Zahlungen immer Gebühren oder Buchungsgebühren für Sie anfallen. Die sollten Sie natürlich dem Kunden dann wiederum in Rechnung stellen, indem Sie einen Verkauf tätigen. So, ich sage jetzt, ich will den Betrag natürlich ausbezahlen. So, und Wabi Profi 3 hat mir nun eine Auszahlung gemacht, hier in Höhe von 59 Euro. Und wir sehen hier auf unseren Original Bohnen 4,
dass es sich um eine EC-Zahlung gehandelt hat und dass sich unser Bon Nummer 4 nun auf die Bon Nummer 6 bezieht, dann sagt er hier, das ist die Gegenbuchung dazu. Und hier haben wir eine Barauszahlung. Soweit, so gut. Wenn Sie wiederum nun eine EC-Zahlung stornieren wollen, ich sage jetzt mal Storno, und Sie sagen, nee, das Geld ist ja noch gar nicht an Sie unterwegs, warum auch immer, das müssen Sie natürlich selbst entscheiden, das kann die Software nicht für Sie entscheiden, dann können Sie sagen, hier buchen, stornieren. Wenn Sie das anwählen, ja, kommt auch wieder ein neuer Bon raus, wir sehen jetzt in den Bonkopien natürlich, dass unser Originalbon mit der Bon Nummer 5 selbstverständlich erhalten bleibt und es immer eine Gegenbuchung hier mit dem Bon Nummer 7 erstellt wird. So. Kleines bisschen anders verhält es sich, wenn Sie einen Tagesabschluss bereits durchgeführt haben. Ich sage 20 Stück, ist doch egal. Ja, wir wollen jetzt mal Umsatz machen. Und ich sage jetzt mal eine EC-Zahlung. So, nun mache ich einen Tagesabschluss. Also wir tun so, jetzt ist der Tag vorbei. So, in der Regel ist es so, wenn Sie nun auf Tagesjournal drucken klicken, wird das Journal gedruckt und der Kassenabrechnung bzw. der Z-Bon für das IC-Terminal wird erstellt und. Das heißt, die Zahlung ist letztendlich an Sie angewiesen. Ja, ich will jetzt kein Wechselgeld zählen. Okay, mache ich jetzt nicht. So, jetzt hat er uns den Tagesabschluss durchgeführt. Wenn wir nun die Kasse erneut betreten, will er natürlich einen neuen Umsatztag. Ich sage es einfach mal, du bist der 8. Okay. Wenn wir nun auf Bonkopien gehen, haben wir natürlich keine getätigten Umsätze für den 8., sondern ich klicke hier drauf, also das heißt hier für den 7. haben wir einen. Wir haben hier eine EC-Zahlung. Wenn ich nun auf Stornieren klicke, passiert wieder genau das gleiche. Dann sagt er zu Ihnen, hey, du kannst den Betrag jetzt auszahlen an den Kunden oder Sie können einfach diese Buchung stornieren, das heißt, es wird eine Gegenbuchung erstellt. Aber bitte Vorsicht, wenn Sie Buchung stornieren wählen und natürlich es manuell von der Hand in Ihr EC-Terminal eingetragen haben, ja, oder eingegeben haben, die Nummer, weil die Software vielleicht nicht mit dem EC-Terminal direkt verbunden ist, dann müssen Sie natürlich selbst die Entscheidung treffen, was Sie tun wollen. Denn wenn das Geld nicht an Sie angewiesen wurde bereits und Sie wählen an dieser Stelle Betrag auszahlen, dann kann es unter Umständen sein, dass Sie das Geld herausgeben, obwohl das Geld noch gar nicht zu Ihnen unterwegs ist. Also da bitte Vorsicht. So, und zu dem letzten Szenario, das beim Bonstornieren letztendlich noch auftreten kann. Das heißt, Sie machen hier einen Gutschein erstellen. Ich sage jetzt mal, wir wollen hier einen Gutschein in Bar erstellen. Ja, wollen wir. Und ich nehme einen Gutschein erstellen in 20 Euro in EC übernehmen. So, jetzt haben wir zwei Gutscheine erstellt, wunderbar. Das sehen wir auch schon in den Bonkopien, dass wir hier mit der Bon Nummer 9 einen Gutschein drin haben. Ich mache das mal so. Hier einen Gutschein mit 100 Euro, mit der Nummer, hier Gutschein Nummer 1. Und mit dem Bon Nummer 10 haben wir einen Gutschein mit 20 Euro, der EC bezahlt wurde. Wenn Sie diese Bonen, ist die Frage, können Sie diese Bonen stornieren? Ja, klar, können Sie. Sie können hier sagen, okay, ich will den Gutschein stornieren. Und da ist es aber so, dass dadurch, dass ein Gutschein, und jetzt wird es interessant, Sie haben mir gesagt, Sie erstellen einen Gutschein. Das heißt, der Gutschein kann nicht einfach aus dem System verschwinden, denn im Falle einer Prüfung muss der Nummernkreis der Gutscheine geschlossen sein. Das heißt, alle Gutscheine müssen da sein, es darf nicht einfach einer verschwinden. So, hier gilt genau das gleiche Prinzip. Das heißt, Sie haben einen Gutschein eingenommen und Sie zahlen den Gutschein aus und dann sagen Sie, ja, Gutschein, also den Betrag heute an den Kunden ausbezahlen. Das sehen wir jetzt auch hier in den Bonkopien. Das heißt, hier haben wir einen Gutschein erstellt mit 100 Euro und hier haben wir den Gutschein ausbezahlt. Genauso verhält es sich natürlich mit dieser EC-Zahlung des Gutscheins. Hier können wir auch wieder Storno sagen. Und hier gilt genau das gleiche Prinzip wie vorher. Wenn das Geld bereits an Sie angewiesen wurde, ja, dann können Sie hier sagen, Betrag auszahlen. Wenn das Geld noch nicht an Sie angewiesen wurde oder überwiesen wurde vom Kunden aus, ja, dann können Sie hier sagen, Buchung stornieren. Aber bitte Vorsicht mit Buchung stornieren. Okay, er macht hier natürlich auch nur eine Gegenbuchung, ganz klar. Das heißt, er stellt eine Gegenbuchung von minus 20. Machen wir es einfach hier. Dann macht er hier eine Gegenbuchung.
Bleibst da. Eine Gegenbuchung hier von minus 20 mit EC Stornobuchung. Ja? Aber da bitte Vorsicht, wenn das Geld bereits an Sie überwiesen wurde, dann funktioniert das so auch nicht. Dann müssen Sie eine Auszahlung machen. Ist es noch nicht bereits an Sie angewiesen, dann können Sie hier eine Stornobuchung machen. Aber nur, wenn Ihr Terminal oder Wavi nicht direkt mit dem Terminal kommuniziert. Also da bitte aufpassen. So, und die letzte Frage noch schnell beantwortet. Ja, kann ich einen stornierten Gutschein denn überhaupt wieder einlösen? Ich habe jetzt hier mal einen Fernseher verkauft hier oder Verkauf und ich sage, den will ich bezahlen. Hier wird mir Gutschein nicht angeboten. Warum wird mir Gutschein nicht angeboten? Ja, weil kein aktiver Gutschein da ist. Es sei denn, ich packe dir mal schnell den Verkauf und sage, hier machen wir schnell einen Gutschein erstellen in 5 Euro in bar und übernehmen. So, und wenn ich jetzt mir den Verkauf wieder reinhole, ich sage bezahlen, habe ich natürlich hier Gutschein einlösen, aber hier unser Gutschein Nummer 1, das heißt diese 100 Euro und unser Gutschein Nummer 2, diese 20 Euro in EC tauchen natürlich nicht auf, weil die ja im System storniert wurden. Also hier bitte nicht wundern, wenn der Gutschein da nicht auftaucht. Und weil wir jetzt gerade bei den Gutscheinen sind, passt jetzt zwar nicht ganz zum Thema vom Stornieren, aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant. In den Auswertungen finden Sie die Gutscheinhistorie. Hier sehen Sie alle von Ihnen erstellten Gutscheine. Und wenn wir auf unseren Gutschein Nummer 3 mal anklicken, den mit den 5 Euro, die wir gerade verkauft haben, und hier einfach auf Bonkopie gehen, sehen wir, okay, dass wir den, ja, der ist aktiv, den haben wir verkauft. Das heißt, wir können jederzeit einen Gutscheinvorschau machen oder den Gutschein drucken. Haben wir dahingehend einen Storno-Gutschein, das heißt einen Gutschein, der storniert wurde, steht Ihnen Gutscheindrucken nicht zur Verfügung. Warum? Um einfach sicherzustellen, damit Sie nicht aus Versehen den Gutschein nochmal ausdrucken und dem Kunden in die Hand geben und der Kunde sich natürlich dann freut, aber Sie sich dann letztendlich wundern, warum der Gutschein nicht eingelöst werden kann, ja, weil er einfach storniert wurde. Und um das einfach auszuschließen, damit Sie hier keinen Fehler machen, ist bei stornierten Gutscheinen nicht möglich, einen Gutschein erneut auszudrucken, sondern lediglich in der Kopie anzusehen. So, dann haben wir's. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, das Thema mit Bohnen stornieren hat Ihnen etwas weitergeholfen.